Was kostet eine komplette Rennsaison? Servus Leute und Freunde des gepflegten Motorradsports, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es ums Thema Budget und zwar, was kostet eine komplette Rennsaison? Ich habe Saison 2023 mal alles aufgeschrieben, was ich an Ausgaben hatte, egal ob das Events, Reifen, Verschleißteile, Benzin und war und habe das komplett alles mal hier in Excel reingehämmert, um euch jetzt genau sagen zu können, was bei mir eine komplette Rennsaison gekostet hat. Vorab muss ich euch natürlich sagen, das Ganze ist variabel. Das bezieht sich jetzt wirklich nur auf mich. Das muss so nicht für euch zutreffend sein. Nicht jeder fährt so viele Renntage in der Saison. Nicht jeder fährt eine Tausendermaschine. Nicht jeder hat so einen hohen Reifen, Benzinverschleiß. Aber wir machen das Ganze mal am Beispiel von mir durch, was ich an Ausgaben hatte. Wir starten rein mit dem ersten Punkt, der da wäre Events. Thema Events, das Ganze müssen wir natürlich im Vorfeld buchen, bevor die ganzen Events dann am Ende ausgebucht sind, damit wir unseren Platz gesichert haben. In meinem Fall kann ich euch genau sagen, bei den 10 Events kommen wir insgesamt auf 3.863 Euro. Ich blende es euch immer hier oben ein. Das Ganze sind Events inklusive, wenn ich dazu gebucht habe, Boxenplatz. Das heißt, hier habe ich immer bzw. meistens geschaut, dass ich nicht wie im Vorjahr irgendwo in einem Fahrerlager stehe, sondern ich wollte einen Boxenplatz dazu haben. Warum? Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Wichtig für den Moment ist 3.863 Euro für 10 Events unterschiedlicher Anbieter, das heißt CR Moto, Speer, Hafenegger, Trackdays.be, wie sie alle heißen, alles dabei. Und hier entsprechend auch Boxenplätze dabei. Kommen wir zum nächsten Kostenfaktor und das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich ein hoher Posten sein und zwar der Punkt Reifen. Reifen hat natürlich auch jeder so seine Lieblingsreifen, die er am liebsten fährt. Die einen lieber Pirelli, andere Bridgestone, wieder andere Michelin oder auch günstigere Conti Trek Slicks. Oder man probiert auch mal, wie in meinem Fall 2023, den King Tire aus. Daraus ergibt sich in meinem Fall jetzt eine bunte Mischung aus verschiedenen Reifen, die ich versuche immer im Vorfeld schon auf Lager zu legen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Angebot sehe, dass Reifen im Angebot sind, in meinem Fall habe ich im Winter 2022 auf 23 ein gutes Angebot für einen Bridgestone V02 gesehen, habe dann direkt mehrere auf Lager gelegt, damit ich dann während der Saison nicht zu den überhöhten Preisen kaufen muss. Das Ganze hilft, um das über die Saison ein bisschen günstiger zu gestalten, ändert aber nichts am Thema, dass Reifen einfach verdammt teuer sind und einen riesen Kostenfaktor ausmachen. Am Ende habe ich, wie schon erwähnt, die King Tires auch relativ häufig getestet. Wer das Video dazu noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier oben nochmal. Interessantes Video, schaut auf jeden Fall gerne rein. Um mal auf die Zahl an sich zu kommen, wir sprechen hier von einem Gesamtbetrag von knapp 1.200 Euro für das schwarze Gold rund mit Loch in der Mitte. Ist ein großer Posten. Geht mit Sicherheit auch noch teurer für Leute, die nur Pirelli fahren zum Beispiel. Ich weiß, Pirelli ist sehr, sehr teuer. Bei einer Tausender, wenn man dann noch Big Size hat, da ist es natürlich 1.200 Euro dann eine, in Anführungszeichen, Lachnummer. So viel kosten da 2 bis 3 Sätze schon. Aber alles in allem war es bei mir die Mischung, die das Thema dann um den Preis gestaltet hat. Auch hier, wie schon eingangs gesagt, kann sich das bei euch wieder ein bisschen ändern. Wenn ihr eine 600er fahrt, habt ihr zum einen nicht so einen hohen Reifenverschleiß wie eine 1000er Maschine und zum anderen die Reifengröße ist eine andere. Da habt ihr bei einer 600er vielleicht einen 180er Hinterreifen, der natürlich günstiger ist wie jetzt ein 200er oder vielleicht sogar ein Big Size bei der 1000er Maschine. Der nächste Kostenfaktor, den wir hier nicht vernachlässigen dürfen, ist das Thema Sprit. Hier habe ich jetzt nicht explizit differenziert zwischen dem Verbrauch von meiner Maschine, was sie auf der Rennstrecke verballert hat, und dem, was wir an Sprit bzw. an Diesel verbraucht haben, um zu den jeweiligen Events hinzukommen. Wenn wir zu den Events fahren, gibt es den Unterschied, ob ich alleine fahre mit meinem Auto, dann habe ich entsprechend das Benzin dazu gerechnet, oder ob wir als Gruppe in einem Transporter irgendwo hinfahren können und uns die Dieselkosten für den Transporter dann untereinander aufteilen können. Hier haben wir natürlich dann auch wieder Sparpotenzial, wenn man Fahrgemeinschaften bildet, wenn man mit Freunden fährt oder wenn man dann am Ende doch irgendwo alleine unterkommen muss. Das macht einen enormen Unterschied aus. Aber um auf Zahlen zu kommen, in meinem Fall beträgt das Thema Sprit über 1.500 Euro. Das nächste Thema, was wir natürlich nicht vergessen dürfen, sind Unterkunft und Verpflegung. Hierbei auch wieder aufgeteilt. Verpflegung gibt es zum einen den Punkt, dass wir über den Rennstreckentag verteilt uns meistens von Sandwichmaker oder Rohkost wie Paprika, Gurke, Karotte und ähnliches ernährt haben. Das hat wunderbar funktioniert und dann abends erst in einem Restaurant essen waren.
Und der Punkt, dass man vielleicht auch hier wieder Sparpotenzial hat, wenn man da sich komplett selbst versorgt, wenn man grillt, wenn man mit Freunden zusammen einkaufen geht und, und. Außerdem haben wir den Punkt Unterkunft, das heißt, hier gibt es auch wieder die Varianten, ob man in seinem Transporter übernachtet, ob man ein Hotel braucht oder, wie ich es letzte Saison gemacht habe, in der Box zu übernachten. Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe versucht, bei jedem Event, der weiter weg war, mir eine Box dazu zu buchen. Ganz einfach aus zwei Gründen. Zum einen wollte ich, dass mein Moped ordentlich überdacht steht und auch Wind und Wetter geschützt ist. Egal, ob es zum Beispiel in Kroatien, wenn der Bora kommt, mal wieder ordentlich stürmt, wollte ich einfach eine feste Behausung um mich haben. Und zum anderen wollte ich mir einfach die Hotelkosten sparen. Das heißt, ich bin in der Saison 2023 hingegangen und habe zwar die Mehrkosten für einen Boxenplatz dazu gerechnet, hab mir dadurch aber wieder Hotelkosten sparen können. Wir sind dann einfach hingegangen und haben entweder mit einem Feldbett oder mit einer Luftmatratze in der Box direkt neben dem Motorrad übernachtet, was auf den meisten Rennstrecken auch überhaupt kein Problem war. Meistens seid ihr überall so gut ausgestattet, dass ihr eine ordentlich gekachelte Keramik habt, wo ihr gut duschen könnt, dass ihr ansonsten Supermärkte in der Nähe habt, wo ihr euch mit Wasser, mit Frühstück, einem Müsli oder Ähnlichem eindecken könnt, sodass ihr dort komplett autark leben könnt, ohne dass ihr jetzt auf ein Hotel zwingend angewiesen seid. Natürlich auch hier wieder Referenzsache, wer lieber in einem bequemen Bett schläft, wer lieber seine private Dusche hat, der muss natürlich den Aufpreis für eine Unterkunft dazu rechnen. In meinem Fall, Saison 2023, hat das so wunderbar funktioniert und so werde ich das weiter auch in Zukunft handeln. Dadurch konnte ich dann am Ende den Punkt Unterkunft und Verpflegung ordentlich im Preis reduzieren und dadurch, dass ich mit den Jungs mir meistens die Kosten teilen konnte, sind wir am Ende auf ein Gesamtbudget gekommen von 454 Euro. Das heißt, für eine komplette Rennsaison sind wir hier echt günstig unterwegs gewesen. Kommen wir zum nächsten Ausgabenpunkt. Und das sind sonstige Kosten. Was verstehe ich jetzt unter sonstige Kosten? Ganz einfach, das sind Punkte wie Maut, wie Transponder, wie nochmal Zusatzkosten, wenn man bei einem Funrace mit teilnehmen will, wenn man durch Tunnel irgendwelche Gebühren bezahlen muss und ähnliches. Das Ganze habe ich unter dem Punkt Sonstiges zusammengefasst, wobei es hier auch wieder möglich war, Kosten zu sparen, indem man Fahrgemeinschaften bildet oder als Gruppe fährt. Hier hat es am Ende für mich einen Kostenfaktor von 234 Euro ausgemacht. Dann haben wir als nächstes noch den Punkt Verschleiß und Reparatur. Während der Rennsaison ist es ganz normal, dass man auch einen erhöhten Verschleiß an seiner Maschine hat, um den man sich kümmern muss. Man muss Ölwechsel machen, das heißt, man braucht Ölfilter, Bremsbeläge verschleißen. Man hat einfach Ausgaben, die man abgesehen von den Reifen an der Maschine an Wartung ausgeben muss, die während der Saison zwingend notwendig sind. Da kann es auch mal sein, dass man während der Saison noch eine Kette wechseln muss oder dass einem irgendwo auf einem Event von der Verkleidung irgendwelche Schnellverschlüsse oder Schrauben verloren gehen, die man dann vor Ort beim Reifendienst spontan noch holen muss. Das ist einfach Verschleißmaterial, was man grundsätzlich über die Saison verteilt braucht und hier entsprechend mit einplanen muss. Außerdem der Punkt Reparatur. Unabhängig vom Thema Sturz, da kommen wir nochmal separat drauf zu sprechen, gibt es Punkte, die einfach kaputt gehen können, die dann ausgetauscht werden müssen. Deswegen kann ich euch hier empfehlen, immer ein bisschen was an Budget von Anfang an mit auf die Seite zu legen für den Fall der Fälle, wenn man irgendwo Reparaturkosten hat. Außerdem zähle ich auch hier zu Verschleiß- und Reparaturkosten, wenn man Reifen wechseln lassen muss. Das heißt, wenn man die Reifen nicht selbst vor Ort mit einer Maschine wechseln kann. Nicht immer hatten wir auch eine Wechselmaschine dabei gehabt, sodass ich auch ab und zu mal zum Reifendienst vor Ort gehen musste. Das Ganze habe ich mit in diesen Punkt reingefasst, weil es einfach ein Verschleißpunkt ist. Letzten Endes kommen wir hier auf eine Zahl von 587 Euro für Verschleiß und Reparatur, die während der Saison auftritt, unabhängig von einem Sturz. Mein RTL! Bezüglich Verschleiß- und Reparaturteile kommen wir auch direkt zum Partner des heutigen Videos bzw. meinem Partner generell und zwar ist das 22 Motorsport. Ich kann es euch nur empfehlen, unbedingt mal in dem Shop vorbeizuschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Dort findet ihr verschiedenste Sachen für euer Motorrad, egal ob Magura Bremspumpen, MG Bike Tech Rastenanlagen, SBS Bremsbeläge, egal was. Schaut in dem Shop vorbei, ihr werdet mit Sicherheit irgendwas finden, was euch und euer Bike weiterbringt oder was ihr an Verschleißteilen braucht. Falls ihr mal ein Teil nicht finden solltet oder euer Motorrad nicht gelistet ist, ist auch kein Problem. Über das Kontaktformular könnt ihr einfach jederzeit Kontakt aufnehmen und eine Anfrage stellen, was ihr braucht, für welches Motorrad ihr braucht und der gute Mann sucht für euch raus, was ihr braucht,
zu welchem Preis. Schaut auf jeden Fall vorbei und mit dem Code HOBBYRACER5 bekommt ihr sogar noch 5% Rabatt auf eure Bestellung. Für euch kostet es nichts mehr. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Sind wir ganz transparent damit. Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein RTL! Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und zwar ist das der Punkt Sturz. Wie ihr es in meinen Videos übers Jahr gesehen habt, war auch ich in der Saison 2023 leider nicht von Stürzen verschont geblieben. Deswegen, wer es noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal hier oben vorbei. Mein Doppelcrash in Kroatien, relativ spektakulär, wie ich da durch die Luft geflogen bin. Hilft aber nichts. Die Maschine muss am Ende schnellstmöglich wieder aufgebaut werden. Vorausgesetzt natürlich, euch geht es körperlich soweit gut und die Maschine ist an sich nochmal wieder aufbaubar. Dementsprechend war es mir möglich, die Maschine dann in kürzester Zeit schnell wieder aufzubauen, aber auch nur, weil ich eine Menge Geld in kurzer Zeit investieren musste. Wir sprechen hier bei einem Gesamtbetrag von 4.185 Euro. Das ist natürlich ein großer Batzen und das ist auch nicht die Regel. Das heißt, nicht jeder stürzt, nicht jede Saison, immer wieder. Aber ich empfehle euch, legt regelmäßig immer ein bisschen Geld auf die Seite für den Fall der Fälle, weil früher oder später wird es zum Sturz kommen. Ihr werdet es nicht vermeiden können. Irgendwann ist der Tag da und dann müsst ihr die Maschine wieder aufbauen. Natürlich lässt sich auch hier wieder viel Geld sparen, wie auch in meinem Fall, dadurch, dass ich alles selbst repariert habe und auf Gebrauchteile zurückgegriffen habe, egal ob das vom Racing for Fun Forum, von Facebook-Gruppen oder von eBay Kleinanzeigen oder einfach nur Rumsprache durch Freunde. So war es mir möglich gewesen, die Maschine relativ kostengünstig und relativ schnell wieder fit zu machen. Teurer wird es natürlich, wenn man nicht in der Lage ist, die Sachen selbst zu reparieren und die Maschine irgendwo in der Werkstatt geben muss oder teure Originalteile kaufen muss. Kommen wir jetzt dazu, was mich die Saison 2023 also gesamt gekostet hat. Lassen wir den Sturz erstmal außen vor, rein nur das, was mich die Saison gekostet hat, liegen wir hier also bei einem Gesamtbetrag von, wer schlau genug war, einen Taschenrechner nebenbei zu benutzen, weiß ich schon, es sind 7.857 Euro. Das allein ist schon ein Riesenbrett, ein Haufen Geld, ist ein teures Hobby. Mit dem Sturz dazu kommen wir dann am Ende auf einen Gesamtbetrag von über 12.000 Euro. Ja, das muss man erstmal sacken lassen, das ist eine Menge Holz. Wir haben uns hier echt ein Hobby ausgesucht, was wirklich, wirklich teuer ist. Das können wir nicht abstreiten, ist einfach so. Von dem Geld fahren andere Menschen mit einer kompletten Familie dreimal im Jahr in Urlaub. Aber so ist es nun mal. Wir haben uns das Hobby ausgesucht. Warum? Weil es das geilste Hobby der Welt ist. Fakt. So, und ich verzichte, um mir das leisten zu können, dafür auf sehr viele andere Sachen. Egal, ob das teure Urlaube sind, ob das teure Klamotten sind, ob das teure Elektrogeräte sind. Brauche ich alles nicht, verzichte ich drauf. Ich brauche kein neues, teures Auto. Ich möchte einfach nur mein Hobby Motorsport ausleben können. Euch geht es vielleicht ähnlich, aber vielleicht sagt ihr auch, mein Gott, Walter, was gibt der für einen Haufen Geld aus? Deswegen würde mich mal echt interessieren, haut's mal gerne unten in die Kommentare rein. Was gebt ihr denn so für eure Rennsaison aus? Und war das zu viel bei mir? Oder ist es noch günstig? Habt ihr es überhaupt mal ausgerechnet oder sagt ihr von vornherein, mein Gott, das will ich überhaupt nicht wissen? Interessiert mich wirklich sehr, deswegen haut es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Und ansonsten freut es mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen in nördlicher Richtung da. Gebt es gerne weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.